Und somit folgt die nächste. Des Grabhüters Gramm. Von alter Grabhüter in Edelhof Ost am Friedhof. Ah ja, das wird wohl der da hinten sein. Oder? Hoho! Ne, das ist Terrazio. Am Friedhof. Oder habe ich die Aufgabe schon? Ah ja, habe ich schon. Okay, gut, ist erledigt. Aber ich lese euch trotzdem mal kurz die Info vor, was man da machen muss. Von alter Grabhüter in Edelhof Ost am Friedhof. Gebt ihm den Seniorenbogen, den ihr stehen oder kaufen könnt, in Edelhof von Kultivierter Graubart. Okay, die nächste Aufgabe. Mick und Mac tun Gutes. Aha. Von Mick und Mac in Edelhof. Habe ich die Aufgabe schon oder? Ich guck mal kurz. Nee, anscheinend nicht. Nee, okay. Von Mick und Mac. Okay. Ah, das sind wahrscheinlich die zwei da unten. Nee, doch nicht. Oleg, 45 Jahre alt, ein Gelehrter, der zusammen mit Barham erforscht, wie sich die Drachensteine für die Magie nutzen lassen. Die beiden schreien zwar ständig, wie schon in ihrer Jugend, erkennen aber die Fähigkeiten des anderen auf seinem Gebiet an. Hm. Barham, 43 Jahre alt, ein Forscher, der am Rand von Edelhof in einem baufälligen Haus lebt und sich dort ganz seinen einsamen Forschungen widmet. Er geht dabei äußerst präzise vor und wird von seinen Kollegen für sein mythologisches Vorgehen geschätzt. Allerdings sind andere Aspekte seines Charakters weniger gern gesehen. Okay. Bischofshut. Turmschild. Zaubergewand. Feuersehenschein L. Nee, dann... Hä? Hab ich die Aufgabe doch schon vielleicht? Never. Torwächter. Ja. Brauche ich jetzt nicht vorlesen. Ah! Ein Schatz. Energiegranatapfel M. Wunderbar. Danke dafür. Moment mal, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Von Mick und Mac. Ja. Nö, habe ich noch nicht. Hey, wo sind die denn? In Edelhof. Ja. Hm. Hoho! Nee.
Oh Gott, was war das, ne? Jan, 24 Jahre alt. Der junge Mann wurde in Edelhof als Sohn von Revello und Anna Forsyth geboren, wuchs in der Umgebung des Hauses Aeselhard auf und kennt Primrose seit Kindheitstagen. Er wünscht ihr von Herzen Glück. Oh, süß. Hypnoskrone. Boah. Und Kristallweste. Okay, Moment. Oha. Warte, aus Zaubergewand, ne? Ah ne, Kristallwäsche. Ups. Kristallwäsche. Da. Okay. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh, nice. Gerne. Für Alberic, gut. Anna, 53 Jahre alt, die Frau von Revello, die aus Edelhof stammt. Sie lernte ihren jetzigen Mann kennen, als er ihr von Geoffrey vorgestellt wurde, nachdem diese gemeinsam die Wachgruppe gegründet hatten. Sie glaubt bis heute nicht, dass ihr Mann früher ein Tunichgut war. Mhm. Silberdolch. Na, der wird wohl nicht mehr so gut sein. Wo sind denn die zwei? Hä? Tja, wenn ich das jetzt wüsste. Ne, das ist ein Dungeon-Gebiet. Hä, wo sind die? Von Mick und Mac in Edelhof. Ich bin auch in Edelhof, ne? Ja. Hm. Ich frag mich, wo die sind. Nee, das ist ja auch ein Dungeon-Gebiet. Ja, scheiße. Alte Frau, 72 Jahre alt, eine freundliche ältere Dame, die ihn anlächelt, um ihn dann um sein Geld zu prellen. Trotz ihrer bereits üppigen Ersparnisse verlangt es sie nach immer mehr. Erstmal ein verborgenes Objekt, okay. Schwerer Münzbeutel, danke dafür. Oder sind die auch vielleicht in einer Hütte drin, das kann ja auch möglich sein. Seelenmesser, ein Zaubergewand.
Muss ich mal gucken. Weil sonst finde ich die nirgendwo. The battle is truly joined. Na, Axt hat sie nicht Schwäche. Na, dann bleibe ich beim Speer direkt. Okay, Feuersturm. Victory. Ah, ich habe vergessen, Olberg jetzt Mana zu geben. Scheiße. The battle. Victory. Das heißt, ich muss sie so besiegen. Da muss ich jetzt einmal durch. Aber ist er auch schon besiegt. So. Seid ihr hier drin vielleicht? Nee, aber das ist eine violette Kiste. Ach, wie toll. Kritisches Armband. Danke dafür. Ja, oder ich muss gleich mal im Internet gucken, wo diese sind. Let us fight with honor. Have at you. Falls ich die jetzt nicht finden sollte. Too slow. Cursed victory. Too slow. No. So. Have at you. Und besiegt bist du. With each battle, I grow stronger. Erweckungskraut. Wunderbar. Ne, auch nicht hier. Tja. Dann ist es natürlich eine gute Frage, wo die sind. Vielleicht habe ich wieder irgendwo irgendwas übersehen. Aber die violette Kiste will ich trotzdem kurz haben. Da muss ich noch mal kurz auswechseln. Oh nein, was ist denn los, Scheißer? Jemand hat mir eine Gespenstergeschichte erzählt, aber ich kann Gespenster nicht ausstehen, weil sie so unheimlich sind. Ich finde, der Gedanke an Geister kann durchaus furchterregend sein. Und wisst ihr, was auch noch furchterregend ist? Donner und Schulden und... Schulden? Das finde ich aber merkwürdig. Merkwürdig? Wofür habt ihr denn Angst? Das ist eine gute Frage. Mich interessiert überaus, was die unbeugsame Klinge in die Knie zwingen kann. Naja, ich bin ein schlechter Schwimmer, obwohl das hat eher mit Schwäche als mit Angst zu tun. Also das hätte ich nicht von einem derart tatkräftigen Mann erwartet. Als Kind konnte ich ein wenig schwimmen, aber als Erwachsener habe ich es wieder verlernt. Definitiv zu viele Muskeln. Ihr würdet vermutlich untergehen wie ein Stein. Möglich. Und ihr, Cyrus? Habt ihr irgendwelche Schwächen? Ich habe den leisen Verdacht, es könnte das Singen sein. Ein Verdacht? Naja, immer wenn ich ein Lied anstimme, dann schauen die Leute mich so seltsam an. Und sie sagen dann solche Sachen wie, gut, dass ihr Gelehrter seid, mein Herr, und kein Bade. Also das macht mich neugierig. Warum singt ihr nicht etwas für uns? Vielleicht nur ein einziges Lied. Immerhin mag ich schöne Balladen. Oh Gott. Und was meint ihr, Tracer? Stimmt etwas nicht? Lasst sie besser in Ruhe. Ich glaube, sie bereut gerade ihre Neugier. Oh gut. Ich lese das jetzt nicht mehr alles so vor. Das kostet auch alles nur ein bisschen Zeit.
Die Stahlachse wird wohl auch nicht mehr so gut sein. Dachte ich mir schon fast. Oh Gottchen, da unten. Mit Kupfer gefüllter Beutel, okay. Trophy. Oh. Ah ja, nochmal ein verborgenes Objekt. Wunderschön. Auch wieder hier unten. Anregende Flamme M. Wunderbar. So. Dann hole ich dann nochmal kurz Therion. Tausche mal kurz mit Tressa aus. Und dann gucke ich mal kurz im Internet, wo die beiden sind, Mick und Mac. Wow, 10.000 Goldmünzen. Wow. Ist ja nicht so, als ob ich eine arme Sau wäre. Ja, okay. Tja, mein Lieben, und dann melde ich mich gleich wieder zurück, wenn ich das habe. Bis gleich. Okay, ich weiß, wie ich die hole. Und zwar müssen wir doch zu den beiden hingehen und die einfach anquatschen. Das steht hier aber nicht beschrieben. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber naja, okay. Wozu gibt es halt auch das Internet? Wenn man Hilfe braucht, dann soll man da auch ein bisschen Hilfe holen. Und da sind die beiden nämlich. Ahoi, ihr habt uns vermisst, wie der Matrose an Land das tosende Meer vermisst, nicht wahr? Wir sind in offiziellem Auftrag hier. Haben eine Lieferung vom Kapitän für euch. Hat ja auch lang genug gedauert, oder? Auf die Gezeiten hat man nun mal keinen Einfluss, oder? Die Forschung ist ein Schlachtfeld und auf diesem Schlachtfeld kämpfen wir Gelehrten um jeden Zentimeter Terrain. Ich habe die benötigten Materialien für meine Forschung von euch angefordert, damit ihr mir in diesem Krieg zur Seite steht. Aber ihr scheint die Dringlichkeit der Sache nicht begriffen zu haben. Ich glaube nicht, dass ich die Dienste eures Handelsunternehmens jemals wieder benötigen werde. Was? Ihr wollt mich wohl auf dem Arm nehmen, oder? Wäre es nur eine Frage der Pünktlichkeit, hätte ich vielleicht darüber hinweggesehen können. Aber nein, warum fragt ihr nicht euren so hoch verehrten Captain nach dem Grund? Habt ihr jetzt etwa ein Problem mit dem Captain? Tatsächlich, dieser brutale Kerl Leon, wir wissen alles über ihn. Stolziert mit diesem finsteren Blick umher und verlangt Geld von unschuldigen Bürgern. Infame Lügen. Und wer es wagt, sich um... nochmal. Und wer es wagt, sich ihm zu widersetzen, den durchbohrt er mit seiner riesigen Streitaxt. Und mit solch einem Schurken haben wir Geschäfte gemacht. Schurke? Das nimmt ihr zurück, ihr Schiffsratten. Mittlerweile weiß es bereits jeder, wie Captain Leon den ehrbaren Handel aufgegeben hat und wieder zum Piraten wurde. Das würde der Captain niemals tun.
Ganz genau. Er hat uns gesagt, dass er sich geändert hat. Ihr könnt noch so viele Ausflüchte finden. Das ändert nichts daran, dass wir mit eurem Unternehmen nichts mehr zu tun haben wollen. Beleidigungen von euresgleichen müssen wir nicht hinnehmen. Ihr seid ein Haufen Buchtrottel, die noch nie in ihrem Leben wirklich gearbeitet haben. Ich höre wohl nicht richtig. Von wegen, ihr weigert euch mit uns Geschäfte zu machen. Wir weigern uns mit euch Geschäfte zu machen. Unsere Kieße sind ohnehin zu gut für euch. Schön. Ja, sehr schön. Jo. Jawoll. So, foltert in Edelhof Leon Bastrell heraus und besiegt ihn. Okay. Magiegranatapfel und schädlicher Samen. Gut. Tröstender Staub. Moment mal. Achso, ne, ich hab mich ja vollgehalten. Ja, stimmt. Hihi. So, wo ist denn jetzt der Leon? Ah, hier. Ah, Leon Bastrell, Fragezeichen. Okay. Dann ist er wahrscheinlich auch ein Betrüger. Herausfordern. Let us fight with honor. Victory shall be out of my way. Okay, Schwert hat er schon mal nicht als Schwäche. Victory shall. Speer auch nicht. Victory. Ah, aber die Axt. Too slow. Too slow. Victory. Victory. Och nö. Witchery. Too slow. Alle können hier vergiften, ist ja furchtbar. How about this? Victory shall be mine. So, erstmal im Bruchzustand. Victory shall be mine. Der ist schon im roten Bereich. Da brauche ich jetzt auch keine Ulti benutzen. With each battle, I grow stronger. So, und somit ist die Aufgabe erledigt. Das ist er. Ja, ganz sicher, das ist er. Der dreckige Dieb. You can't be serious. Captain, das darf nicht wahr sein. You're pulling me chain. Aber wir haben es alle geschworen. Wir haben geschworen, den Pfad der Tugend zu beschreiten. Sorry. Hallo. Dieser Tunichgut ist ein echter Betrüger. Was meint ihr damit? Er sieht unserem Captain tatsächlich ziemlich ähnlich, das muss ich zugeben. Aber so einfach führt er uns nicht hinters Licht. Du mieser Schuft. Hast dich Captain Leon genannt und brave Betrüger beschuldigt, nicht wahr? Was willst du von mir? Ich bin es, der einzig wahre, der Piratenkapitän Leon Bastrell. Ihr seid wohl nicht auf dem Laufenden, was? Captain Leons Tage als Pirat sind vorüber. Wenn du dich schon als jemand anderer ausgibst, solltest du dich vorher besser informieren. Ich wusste nicht, dass... Puh. Ich fühle mich erleichtert, nachdem das endlich geklärt ist. Nehmt das sofort zurück. Das bringt mich zur Weißglut. Wenn man den guten Namen des Captain so beleidigt. Es tut mir leid, ich habe mich wohl geirrt.
Ja, und zwar so richtig. Ah, alles klar, Schiff. Was? Ah, alles klar, Schiff. Was? Okay. Ich war nie ein Freund von Entschuldigungen. Weder sie zu geben, noch sie zu empfangen. Richtig. An all dem hat nur diese erbärmliche Seeschlange Schuld. Wir helfen euch, wichtig tun, auch in Zukunft gern dabei, eure Kristalle zu besorgen. Und wir werden gern wieder die Dienste von euch brummigen Seebären in Anspruch nehmen. Und euch danken wir auch. Ja, ihr wart eine echte Hilfe. So zuverlässig wie der Polarstern. Auch wie süß. 11.000 Goldmünzen erhalten und Mick und Mac Schild. Oder Mick und Mac Schild. Wie auch immer. Naja. Gut, dann ist die Aufgabe auch erledigt. Wunderbar.